Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Automods 8 in einer neuen Aufnahme. Ich bin Herr Kecklich. Schön, dass du wieder dabei bist. Oder falls du neu dazugekommen sein solltest. Schön, dass du ihn gefunden hast. Ich hoffe, dir gefällt dieses Let's Play oder beziehungsweise diese Folge. In der letzten Folge übrigens haben wir die Taverne soweit jetzt fertig. Stimmt, wir wollten noch eine Trophäe machen. Ne? Hier draußen haben wir ein bisschen alles gässlicher gemacht. Wir brauchen noch Terrakotta-Dinger. Es sieht schon. I love it. Ne, ich mache nochmal kurz einen Bestandscheck. Genau, die Räume hatten wir ja soweit fertig. Irgendwo ist eine Spinne. Genau. Ein Feuerzeug. Irgendwo ist hier diese ungebetenen Gäste. Mein Gott. Irgendwo ist hier eine Spinne. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wie mache ich jetzt nochmal eine Trophäe? Ich würde gerne so ein Bären. Warte mal, Trophäe. Das ist ja auch immer so ein schwieriges Wort, Trophäe. Obwohl, ich würde so eine Goat, obwohl wir haben nicht so ein Boxhorn, ne? Was brauchen wir denn dafür? Verliestruhen. Plünderer Außenposten. Okay. Obwohl, hier würde eigentlich auch wieder so ein Fisch hinpassen, ne? Roher Lachs. Ja. Roher Lachs. Da muss ich mal schauen, ob wir noch irgendwo rohen Lachs haben. Ich muss auf jeden Fall mal die Schuhe wieder ändern, ne? Obwohl eigentlich sind wir jetzt gut damit zurechtgekommen. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt für die Aufnahmesession was vorgenommen. Ich mache das jetzt mit der Taverne fertig. Dann mache ich hier, ne, den Brunnen fertig. Dann mache ich den Trumpf. Ich habe mir einiges vorgenommen. Ich hoffe, ich, ne? Schaffe das. Ich bin eigentlich guter Dinge. Warum renne ich jetzt eigentlich wieder hier hinten hin? Ja. So. Heimat. Die Hunde. Die würde ich... Ja. Warte mal, ich schaue erstmal. Lachs. Da haben wir noch einen rohen Lachs. Sehr schön. Perfekt. Feuerzeug. Feuer. Feuer. Nehmen wir so eins. Lagerfeuer nehme ich auch mal mit. Jetzt wollte ich nochmal gucken, wegen diesen Terrakotta-Dingern. Terrakotta. Ich weiß gar nicht mehr. Mist. Geschirr? Hieß das Geschirr? Nee. Warte mal, Cup irgendwie so, ne? Cup. Da. Wooden Terracotta Cup. White Cup. Ja, dafür brauchen wir die Terracotta-Dinger. Keramik. Haben wir noch Keramik? Keramik. Eine Keramik. Okay, warte mal, da müsste ich mal, glaube ich, nach Kackwurst City. Ich mache das erstmal hier. Warte mal, die Trophäe kann ich schon mal herstellen. So, einmal hier, zack. Salomon Trophy, sehr schön. Pass auf, jetzt würde ich gerne mal Leine. Oh, 90 Stück, ich brauche aber nur 2. Zack. So, dann einmal den hier. Du kommst mit. Unser Dorf, Bauernhof, Niehafen. So. Die packe ich auch einfach mal, obwohl ich in der Taverne, weiß ich nicht. Ich mach mal hier vorne. Ne? Mach du mal hier vorne rein. So. Da kann man ja später nochmal überlegen, dass man so ein Bettchen macht. Nee. So, zack. Und zack. Jetzt muss ich die nur mal ein bisschen hier, einen hier nach rechts. So. Und einen nach links. Zack. Zack. Oh, süß. Die brauchen wir noch einen Namen, ne? Die brauchen eigentlich noch einen Namen.
So, pass auf, die Trophäe habe ich auch. Keramik müssen wir gleich mal gucken. So, hier, ne? Genau. Sehr schön. Und jetzt will ich mal schauen. Ich muss mit dem Feuerzeug ein bisschen aufpassen, ne? Weil, du weißt ja, Holz und Feuer, das verträgt sich nicht so ganz. So. Dann kommst du nämlich weg. Ja, das reicht. Ich weiß halt nicht, wie es nachts dann aussieht. Ne, da müsste man dann nochmal schauen. Aber theoretisch sollte das funktionieren. Ne, das soll ja nur so ein bisschen gedimmtes Licht sein, ohne dass es jetzt zu hell ist. Ne, man kennt es ja von den diversen Spielen, diversen Filmen, dass da auch wirklich nur ein, zwei Kerzen stehen, weil Elektrizität damals halt echt schwierig war. Ne, das muss man natürlich auch bedenken. Und wir sind ja natürlich hier, dieses Dorf ist natürlich ein bisschen im Zeitalter zurückgeschritten. Hier haben wir keine Kerzen. Hatten wir hier Kerzen? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir Kerzen hatten und wo wir nicht Kerzen hatten. Hier hatten wir Kerzen. Zack. Und zack. Hier hatten wir auch die Lampe schon rausgenommen, ne? Ja. Genau, hier lassen wir die Laterne. Wie war es hier? Okay. Theoretisch bräuchten wir noch Kerzen. Wie mache ich denn jetzt nochmal Kerzen, sage mal? Kerzen. Wir hatten jetzt die grauen, ne? Die hellgrauen oder beziehungsweise die hellgrauen. Animal Fat. Animal Fat. Okay. Animal Fat müssten wir, glaube ich, auch im ME-System haben. Nein. Oh, okay. Aber ich würde gerne das... Nein! Oh. Ja, das ist... Entrinneter habe ich jetzt hier nochmal... Nee, ne? Das wollte ich jetzt nicht machen. So, zack. Weil die Lagerfeuer, die könnte man draußen nochmal ein bisschen platzieren. So, hier haben wir soweit alles. Jetzt brauchen wir nur noch die Terrakotta-Dinger. Dafür müssten wir jetzt mal zur Kackwurst City. Wo haben wir sie denn? Oh, ich muss hier unbedingt mal aufräumen. Ach du Heilige. Da. So, und ich brauche ganz stinknormale Keramik, aber ich gehe natürlich wieder ein bisschen weiter weg. Wir hatten hier, glaube ich, schon mal irgendwann mal irgendwo angefangen abzubauen. Ich mache das jetzt einfach mal hier, ne? Zack. Zack. Das müsste eigentlich schon reichen, ne? 64, 64. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele brauche ich denn für den Teller. Warte mal. Das ist auch süß. Oder hier. Kerzenständer. Kerze und Eisenbahn. Ja, damit möchte ich mich gleich nochmal ein bisschen befassen mit den Kerzen. Cup, ich will nur kurz gucken. Handcrafted ist das. Okay, dann gehen wir das mal ein. Handcrafted. Genau, hier so eine Platte. Ah, dann machen wir so, okay. Alles klar. Dann sollten wir das... Ja, zwei Stacks sollten reichen, ne? Locker. Pass auf, den schmeiß ich jetzt einfach hier auf den Boden. Den brauchen wir nicht mehr. Nimmt auch nur wieder Platz weg. Auch nur wieder Platz weg. Hafen. Ich glaube, ich lasse das dann Terrakotta-mäßig, oder? 3, 6, 7. Ich mach mal 12 erstmal. Terrakotta Slab, nee, ich will die Platte haben. 12. So. Genau, machen wir hier so ein bisschen, ne? Und hier kommt noch so eine Platte hin. So. Ne? Das soll ja nur so ein bisschen... Kann ich nicht eigentlich auch nehmen? Man kann das Set... Mist. Man kann das Set so machen, ne? War das nicht eigentlich auch so? Warte mal. Ja, dann machen wir mal hier nochmal drei Kombos. So, machen wir hier mal so eine Kombo hin. Und da machen wir auch nochmal zwei Cups hin. So, ne? Wie gesagt, das muss ja jetzt nicht auf jedem Tisch hier sein, aber hier zum Beispiel,
Hier ist eine Kerze, da passt das nicht so ganz. Hier machen wir das hin. So, ne? So ein bisschen halt. So, zack, hier kommt noch eine hin. Dann haben wir noch ein paar Platten. Machen wir hier nochmal eine Platte hin. Hier machen wir mal so nach dem Motto, hier ist ein bisschen so dreckiges Geschirr. Ne? Obwohl, ja, hier. Ja, müssen wir noch halt noch wegräumen. Ah, jetzt fängt es noch an zu regnen. Sehr schön. Gut, 3 Teller haben wir noch. Ja. Ne? Man könnte natürlich hier in den Boden auch nochmal so Lagermöglichkeiten reinbauen. Achso, warte mal. Wir haben noch das Feuerzeug. Wir haben sogar noch 3 Kerzen. Okay. Warte mal, dann möchte ich das mal direkt ausprobieren. Da haben wir zufälligerweise ein bisschen Eisen dabei. Haben wir sogar 3 Stück auch. Das passt wie die Faust aufs Auge. So, das war andersrum, ne? Genau, Kerzenständer. Pass auf, dann probiere ich das direkt mal oben aus. Da, wo wir jetzt noch keine Kerzen drin hatten. Lalala, lalala, lalala. Okay. Ich dachte, hier wäre vielleicht nochmal eine Spinne. So, pass auf. Dann können wir direkt mal gucken, wie das aussieht. Oh, es ist sehr dunkel. Wow. Okay, das sieht mega geil aus. Aber ja, guck mal, die Kerze, ne? Das ist halt nicht hell, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Helligkeit. Viel besser als die Dinger halt. Weil es, glaube ich, auch ein bisschen zu übertrieben ist. Ne? So. Ja, das kann ich ruhig so lassen. Finde ich cool, die mit den Kerzenständern. Finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Kann ich hier auch eine... Ach, schau mal einer an. Pass auf, dann nehme ich dich, glaube ich, mal weg da. So. Ja. Das sind ja natürlich auch Öllampen, ne? Finde ich sehr cool. Ja, da lässt sich natürlich einiges auch später bibliothekmäßig was machen. Ja, das würde ich nämlich dann auch machen. Da brauchen wir natürlich sehr viel Eisen für. Aber nun gut. Kann ich schlafen gehen? Warte mal, ich gehe mal zum Hafenarbeiter. Aber damit müssten wir jetzt soweit die Taverne fertig haben. Mehr oder minder. Ah, gut, dass ich reingerannt bin. Guck dir das mal an. Kaum ist man drin, sind die Nachbarn schon wieder draußen. Alter Falter. So. Tschüss, weg mit euch. Weg mit Regen. Stimmt, unten wollten wir ja auch noch machen, ne? Genau, da hatten wir gesagt, da müssten wir eigentlich auch nochmal runterziehen. Damit das ein bisschen stabiler wirkt. Erdstraße haben wir hier. Hier würde ich tatsächlich direkt den Markt hinmachen. Den Markt Forster. Aber ich sollte erstmal die Wege anpassen, ne? Pass auf, das machen wir jetzt als erstes. Erstmal wieder die Wege anpassen. Haben wir denn noch? Nicht mehr viele, aber gut. Ne, dass wir das hier so ein bisschen machen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Hier ist mehr Platz als da, ja, okay. Okay, okay, okay. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Ja, 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 ja. Ich hoffe, das geht jetzt aus da hinten. Ja. Obwohl, ne, hatten wir ja eh Dreier gemacht, ne? Stimmt, hatten wir ja eh immer einen Dreier gemacht. Ach, ich bin ja so ein Idiot. Ja, ich sollte mir vielleicht mal die Sachen vorher anschauen, bevor ich dann planlos irgendwas mache. Es ist auch sehr früh noch am Morgen, muss man dazu sagen. Soll keine Ausrede sein, aber ne? Ich nehm's einfach mal. Jetzt fragst du dich, was? Früh am Morgen? Wie früh ist es denn bei dir? Sagen wir mal 5:30.
So. Stimmt, und hier war der Vierer, ne? Genau. Von den gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Dinger. Warte mal, ich muss mal kurz hier. So. Wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal die Dinger. Ach Mist, mach ich die überhaupt hier? Ja, ne? Was? Nee. Ach, das war Architekts Cutter, ne? Ach Mann. Das war ja drüben. Pass auf, dann mach ich die Dinger und dann sind wir schon wieder am Folgenende. Ne, ich will gucken, dass ich die Folgen ein bisschen kürzer mache. Ein bisschen kürzer. Ne, weil sonst waren immer 20, ja, 23 Minuten. Aber man hat gemerkt, in der Kürze liegt die Würze. So, pass auf. Mach ich hier und dann mach ich hier. Sollte erstmal reichen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao mit V. Tschüss.